Das muss doch irgendeiner was sagen. Ja, du machst das mal, wenn ich das so mache. Wie ja, gut. Hallo Leute, und willkommen zu... Stay together. Stones. Okay, ja. Ja, wir sind wieder in der Kantine, das kennt ihr bereits. Und wir haben nur noch eine einzige Quest, und zwar nimm eine Fähre zur Imperial Fleet. Und das werden wir jetzt auch machen. Aber vorher gucken wir nochmal in den Codex, unter L und dann Codex. Wieso? Und dann Planeten und dann Korriban. Und dann gucken wir, ob wir auch wirklich alles gefunden haben. Und nein, mir fehlt 26 ein Schauplatz, von 28. Ein Schauplatz und ein Titel fehlt mir. Ist das bei dir ähnlich? Ich habe nur bei Planeten geguckt, da fehlen mir zwei Dinge. So, ja, wenn du Korriban gehst und dann auf die Lupe da, dann wird dir angezeigt, was genau dir fehlt. Ach so, ja, ein Schauplatz und ein Titel. Genau, und das liegt daran, dass die verbuggt sind und die kann man nicht kriegen. Der eine Schauplatz, der fehlt, ist nämlich die Sith Akademie. Die kann man momentan nicht kriegen. Ja. Ja, schön. Und der eine Titel ist ebenfalls ein Titel, den man hier kriegen kann. Und obwohl ich hier alle Titel habe, ich habe hier sowohl Akolyt, als auch ich habe auch beim letzten Mal, im letzten Videos habe ich gar nicht gesagt, den Titel Schüler gekriegt. Genau. Und ich habe ja zwei Titel gekriegt, aber im Codex wird es irgendwie nur als ein Titel gezeigt. Das ist halt ein bisschen verbuggt. Ich habe nur Schüler gekriegt. Ich bin gar kein Akolyt. Haha. Ich bin ein Alkolyt. Ein Alkolyt. So. Das passt ja zu dir. Hey, was soll das denn heißen? Ach, nix. Ja, siehst du, die ganzen Leute haben schon in den Kommentaren geschrieben, du sollst nicht mal so gemein zu mir sein. Glitzer, die haben geschrieben, du sollst nicht so gemein zu mir sein. Gar nicht. Doch. Ui, ja, ein Boss. Hier diesen Planeten verlassen. Und wir haben wirklich alles gefunden, was man finden kann, alles gemacht. Verkauft mal hier kurz. Einmal zum Posti. Denn ich habe ja, hier noch etwas von Lord Abaddon. Dann liest du zuerst. Achso. Ich habe vom verstorbenen Aufseher Träne gehört. Die Akolyten flüstern von seinem Tod durch die Hand Darth Barras. Doch den Todesstoß habt ihr ihm gegeben. Sehr gut. Aufseher Träne war kein wahrer Sith. Sein Stammbaum war von Sklavenblut befleckt. Doch nun, da sein Blut in seinen kalten Adern gerinnt, kann ich dafür sorgen, dass sein Nachfolger nicht so unrein sein wird wie er. Hört auf euren neuen Meister und ehrt weiterhin die wahren Seth. Und als Belohnung war sogar noch eine Drummond-Kars-Auszeichnung drin. Wow. Cool. Ich habe was bekommen von Akolyt-Shinos, das Geschenk von Spindral. Verzeiht mir, dass ich euch diese Nachricht ungefragt zusende, aber ich tue dies nur, um meiner Abmachung mit dem Einsiedler aus dem Grab nachzukommen. Der, den man Spindral nennt. Ah, den kennen wir ja, das war der, bei dem wir unsere allererste Prüfung gemacht haben, der so ein bisschen merkwürdig war. Er sagte, dass ich sein Antlitz nur dann lebendig verlassen dürfe, wenn ich euch das hier zustellen würde. Sein letztes Geschenk für den, der das Schicksal der Zukunft und Vergangenheit schmieden wird. Das waren genau seine Worte. Ich musste genau sein. Und als Geschenk kriegen wir hier einen schwachen Entschlossenheitsstimm für Willenskraft. Das ist doch cool, das nehmen wir doch auf jeden Fall direkt mal. Und legen uns das hier rechts hin. Tada. So, wo bist du hin? So, dann ich stehe so, ja. Warte mal, aber ganz kurz. Nö. Doch. So. Was hast du getan? Nur was im Sound geändert. Ach so. Ja. Ja, dann werden wir jetzt zur Fähre gehen. Genau. Und den Planeten ein für alle Mal verlassen. Dabei war es hier so schön. Gar nicht, hier ist es voll rot. Okay. Hallo, du bist auch rot. Passt hier also voll her. Eigentlich müsste ich dich da lassen. Dafür, dass du immer so frech bist. Du würdest eh verkacken ohne mich. Gar nicht, ich habe keinen Wal dabei. Er ist ein Walfisch. Nee, ist er gar nicht. Gar nicht, er ist ein Dachshortfisch. Ein Dachshortfisch? Ja. Hm. So, hier auch nicht wundern, dass hier eine Quest ist, das ist nämlich die andere Heldenquest, genau, die wir schon gemacht haben. Und jetzt werden wir hier auswählen, imperiale Flotte. Flotte, nicht Flotze. Muss man aufhören, Flotze zu sagen immer. Warum? Das ist nicht nett. Denkst du da etwa an böse Dinge? Nö, aber ich weiß, dass du das damit meinst. Nö, meine ich ja nicht. Doch, hast du schon mal gesagt. Nö. Doch.
Den Ladebildschirm, ich glaube, den überspringe ich einfach mal. Bis gleich. Ja, dann mach das auch eben. So. Wir sind auf der Flotte angekommen und kriegen hier... Auf also ich kriege hier zumindest Klamotten für meine Fette. Ich nicht. Damit die ein bisschen anders aussieht. Ich habe hier einmal fettes Zivilausrüstung, fettes Hackerausrüstung und fettes gepanzerte Ausrüstung. Was soll ich nehmen? Gepanzert hört sich gut an, oder? Ich bin für Hacker. Hacker, okay, dann nehmen wir die Hacker-Ausrüstung. Weiß ja gar nicht, wie es aussieht. Egal welche Ausrüstung man nimmt, die haben alle die gleichen Werte. Die sehen halt nur anders aus. Und jetzt können wir dir das alles mal anziehen. So, jetzt hast du doch cool Hacker-Klamotten an. Wieso krieg ich sowas schon dann? Was das jetzt ausgerechnet hier hackermäßig sein soll. So. Aber egal. Wir sind jetzt auf der Flotte und werden jetzt mal gucken, was es hier gibt. Hier ist übrigens die andere Fähre, die von Hutter auskommt. Da könnten wir jetzt auch nach Hutter fahren. Fliegen. Genau, das ist ja der Stadtplanet der Imperialen Agenten und Kopfgeldjäger. Genau, und die kommen dann hier beide von beiden Planeten hier an. Und wir könnten jetzt theoretisch auf den anderen Planeten fliegen, um uns das andere Stadtgebiet anzugucken. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht, denn wir können da eh nichts groß machen. Also Quests können wir da nicht annehmen. Nicht? Nee. Das ist ja schade. Immer nicht. Wir können dann nur die Datacrons suchen, die da sind, die können wir annehmen und im Codex Einträge, also Wissensobjekte finden und so. Sehen wir bestimmt voll viel aus unserer Gilde. Das kann sein. Und die wissen gar nicht, dass wir das sind. So, jetzt sind wir im großen Hauptraum. Nicht wundern, alle Spieler, die vielleicht SWTOR können, dass hier kennen, dass hier so neue Leute rumstehen. Das liegt daran, dass gerade auf Tatooine ein Event stattfindet. Dass Tatooine von einer Rakul-Seuche befallen worden ist. Und darum sind jetzt hier überall diese Anti-Seuchen-Soldaten. Ja, und trotzdem werden immer alle infiziert. Normalerweise ist das nämlich nicht so. Sollen wir mal mit Lord Krillis reden? Nö, nee, mit Lord Loka. Achso, ich muss mit Lord Krillis reden. Nee, genau, das sind jetzt unsere Klassentypen, mit denen wir jetzt labern. Möge euch schon bald jeder die Ehre zuteil werden, die ihr verdient. Auf Korriban habt ihr euch das Recht erworben, Sith genannt zu werden. Aber das war erst der Anfang. Eure Meisterin wünscht, dass ich eure Ausbildung weiter überwache. Ich bin bereit, alles zu lernen, was ihr mir zeigt. Lord Sesh sagte, dass ihr euch geschickt anstellt und schnell lernt. Lord Sesh geht den Weg der Suche nach dunklen Artefakten und Geheimnissen. Nichts. Andere wählen den kriegerischen Pfad und bündeln ihren Zorn zu körperlicher Kraft. Auch ihr müsst euren Weg finden. Ich möchte die Geheimnisse der dunklen Seite erfahren. Denkt darüber nach. Sprecht mit Aufseher. Sir Gulasch. Wenn ihr bereit seid, eure Ausbildung ernsthaft. Schreibt oben links im Chat übrigens. Ja. Codex-Eintrag. Erweiterte Klasse Sith-Attentäter. Okay, kann man sich hier durchlesen. Tada. Und erweiterte Klasse Sith-Hexer. So. Moment, ich bin noch nicht so weit. Ja, ich aber. Du kannst dir die doch eh nicht ansehen. Ja, aber meine quatschen gerade noch. Mhm. Oh yeah! Jetzt haben wir gleich die Wahl, eine neue Klasse zu wählen. Die Wahl, eine neue Klasse zu wählen, das ist sehr gut ausgedrückt. Entweder den Sith Juggernaut, eine Art Tank, oder den Sith Marodeur mit zwei Lichtschwertern. Beziehungsweise für mich Sith Attentäter oder den Sith Hexer. Doppellichtschwert oder Sith Hexer mit einfachem Lichtschwert. Der Juggernaut hat auch nur ein einfaches Lichtschwert. Also können wir hier an den Juggernaut hat aber zwei einfache. Zwei Quests. Handwerks- der Juggernaut hat nicht zwei einfache. Das ist Marodeur, meine ich, sorry. Ja, der hat Sozialpunkte öffnen. Genau. Okay. Ist aber nichts groß Wichtiges hier, diese Sozialpunkte, das haben wir ja bereits schon erklärt. Genau. Außerdem bin ich hier schon Dunkel 1, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe jetzt schon so oft dunkle Seite gemacht, dass ich jetzt schon Dunkel 1 bin. Ich bin noch neutral. Dadurch hat sich jetzt schon mein Aussehen ein bisschen geändert, denn wenn ihr mal meine Augen anguckt, seht ihr, die Augen sind nicht mehr so, wie sie standardmäßig waren. Ich hatte die ja blutrot, die sind jetzt orange.
Denn mit jeder Stufe, die man dunkel wird, wird man so ein bisschen von der dunklen Seite korrumpiert und verändert sein Aussehen. Und ich kann das hier auch theoretisch wieder wegmachen. Hier, ich habe es ausgemacht erstmal. Ausmachen. Und dann seht ihr, dann habe ich wieder die normalen Augen. Aber wenn ich die Sith-Korrumpierung anschmache, hat sich die Augenfarbe geändert. Also ich lasse die Sith-Korrumpierung auch mal an. Und insgesamt gibt es 5 Stufen, sowohl helle Seite als auch dunkle Seite. Die nächste Stufe habe ich bei minus 2000 Punkte. Ich habe jetzt minus 1000, bin dunkel 1. Puh, minus 450, wie oft darfst du denn schon was Böses auswählen? Hallo? Tja. Boah. So, ich habe auch gar keine gute Seite Punkte. So, ja, wir müssen hier zu unseren Ausbilder-Typen. Genau. Ich komme mal eben mit zu deinem oder soll ich schon zu meinem gehen? Ich weiß gar nicht, ich glaube, du kannst eh nicht mit in meinen Gespräch. Okay, wir machen dann das wie gerade, jeder geht wieder in seins. Hier kenne ich mich aus. Das Inquisitor. Ich glaube, meiner kann kein Deutsch. Spezialisierungsausbilder. Ich hätte mit einem Twi'lek. Ja. Wo grani tampio da pushi wompa, putula musta. So, und jetzt kann ich hier meine Klasse wählen. Ta usas uval tun mi chakulka di magi. Hast du gerade schon wieder an deiner Nase rumgespielt? Ja. Ja, hat man gehört. Was gehört? Ja. Dann schnauft er nämlich immer so ins Mikro und deshalb hört man dann immer so ein lautes Rauschen. Wo bist du denn? Ach, ich bin zu dir gerannt. Ja, und ich zu dir. Ich kann jetzt hier auf jeden Fall meine Zweitklasse wählen, entweder Sith-Marodeur oder Sith-Juggernaut, und ich werde jetzt hier den Marodeur auswählen. Und somit bin ich zum Marodeur geworden und kann jetzt hier auch im Fähigkeitenbaum, kann ich jetzt skillen. Das ist vergleichbar mit den Meisterschaften bei League of Legends. Da kann ich jetzt hier Punkte vergeben. Ich habe mich allerdings noch für keinen Baum entschieden, wo ich die meisten Punkte reinmachen will. Ich habe hier auch wirklich nur 3 Schadensbäume. Die unterscheiden sich, glaube ich. Der eine macht mehr Burst Damage, also Schaden auf einmal, der andere so über Zeit und der andere macht viele Dots oder irgendwie sowas. Ich habe mich noch nicht genau damit beschäftigt. Das werde ich aber noch tun. Und ich werde jetzt aber erstmal noch keine Punkte verteilen, weil ich mich halt noch nicht entschieden habe. Und aber jetzt darf ich erst einmal. Warte. Ja. Ich habe auch noch im Inventar ein Marodeur-Versorgungspaket. Und zwar kriege ich hier mein zweites Lichtschwert, das ich jetzt in die Zweithand nehmen kann. Und jetzt seht ihr... Fuck. Doppellichtschwert. Ne, Doppellichtschwert ist es nicht. Ja, 2 Lichtschwerter halt. Mhm. Und jetzt gucke ich mal... Ja, die Mods sind ungefähr gleich von den beiden Lichtschwertern. Auf jeden Fall habe ich jetzt 2 und ja, jetzt darfst du. Dies ist eine offizielle Erinnerung des Logistikministeriums. Gemäß des imperialen Erlasses 1968 Nein, bei mir labert gerade eine. Bei mir labert gerade eine wegen der Rakul-Seuche. Das wollte ich eben anhören lassen. Ach so. Ja. Geht es um die Rakul-Seuche? Ich dachte, bei dir labert die auch. Nee, ich höre das nicht. Bei mir wird es irgendwie nicht angezeigt, dass die labert. Die Sicherheit des Imperiums liegt in euren Händen. So. Leider können wir das mit der Rakul-Seuche nicht zeigen, weil wir noch ein zu niedriges Level sind. So, jetzt darf ich aber auch erstmal erzählen, was hier bei meinen Klassen abgeht. Und zwar kann ich mich entscheiden zwischen dem Sith-Hexer und dem Sith-Attentäter. Wie Paddy auch schon gespoilert hat, hat der Sith-Attentäter ein Doppellichtschwert und der Sith-Hexer eben nicht. Und ja, das steht hier auch alles nochmal. Ich werde hier den Sith-Hexer wählen. Hier kann man sich das auch nochmal eben die Skillbäume ansehen. Das machen wir aber später. Sondern wir wählen den jetzt erst einmal aus. Und jetzt sehen wir hier den Skillbaum auch nochmal. Ich habe mich schon entschieden, auf was ich den spielen möchte. Und zwar auf Heilung. Da werde ich mich hier aber auch nochmal genauer mit auseinandersetzen, was ich hier jetzt... wo rein tue, welche Punkte. Und zwar, glaube ich, werde ich erst einmal hier einen Punkt in kritischen Treffer setzen. Ich habe jetzt noch einen Punkt übrig. Und ich habe jetzt auch statt nur noch 100 Macht, 500 Macht. Also hat sich die Frage von mir von am Anfang geklärt. Und mein Symbol über dem Kopf ist jetzt inzwischen nicht mehr grau, sondern schön blau. Und meins ist rot. Und jetzt gehe ich direkt mal zu meinem... Hast du eigentlich auch ein Versorgungspaket im Inventar gekriegt? Ja, ein Hexerfass. Aber ich habe hier einen Machtfokus bekommen. Ja, den kannst du in die Zweithand jetzt nehmen. Jo, mache ich dann mal.
Genau. So, dann habe ich hier jetzt einen Machtfokus drin. Und ich wollte hier eben noch zu meinem Ausbilder gehen, weil ich mir ja jetzt neue Skills kaufen kann. Soll ich mit euch teilen? Einmal. Genau, für jetzt gibt es noch Skills extra für die Zweitklasse. Oh, Blitzschlag und dunkle Heilung, weil ich ja jetzt heilen kann. So. Und das werde ich mal eben da oben hinlegen. Hallo? Ach, der will den Skill da wieder nicht reinpacken. Nein, ich will nicht in den Chat. Oh Mann. So, hier Hexer. Dunkle Heilung. Da rein. Ah ja, das sind alles Passive, die hier noch drin sind. So, jetzt habe ich noch die Fähigkeit Blitz bekommen. Warst du auch bei deinem Ausbilder? Ja, ich habe hier auch 3 bekommen. Berserker, das weiß ich aber momentan noch nicht, was es macht. Ich glaube, da braucht man 30 Rasereistapel. Ich krieg jetzt auch irgendwie so Raserei oder irgendwie sowas. Und das kann man dann benutzen. Und das ist dann eine Zeit lang an. Und je nachdem, welche Form ich habe ja so verschiedene Lichtschwertformen, so Kampfstile. Und je nachdem, welchen Kampfstil ich anhab, hat das einen anderen Effekt. Aber ich habe momentan nur die Shicho-Form, die ich standardmäßig habe. Die anderen Formen kriege ich erst später noch. Und ja, da muss ich mich nochmal genau mit beschäftigen, was das Berserker macht. Dann habe ich noch unheimliche Schmerzen, reduziert jeglichen erlittenen Schaden um 20%. Also so eine Art ja, Defensivskill, tue ich mal hier oben zu meinen anderen Defensivskill. Und dann habe ich noch wilder Ansturm, schlägt das Ziel mehrfach mit beiden Lichtschwertern und verursacht Schaden und erzeugt sogar 6 Wut. Cool. Ich habe dich gerade die ganze 203 geheilt. Cool. Ja, du kannst mich jetzt auch heilen. Sehr ja, gut. Aber nicht besonders viel. Im Vergleich zu meinem anderen Champion, aber gut. Wie ich genau meine Skills hier verteile, wo ich die hin tue und was genau die Skills machen, das werde ich dann nochmal in Ruhe mir angucken, weil ich selber noch keinen Marodeur gespielt habe, aber ich finde schon mal cool, dass ich jetzt hier 2 Lichtschwerter habe. Ja, sieht auf jeden Fall geil aus. Ich bin auch ein Marodeur. So, und jetzt werden wir mal nochmal ein bisschen hier die Flotte erforschen. Ich kann mal auf die Karte gucken. Ihr seht, die ist so 4 geteilt. Hier in 4 Quadranten. Wir sind hier sozusagen im, oben rechts in der Kampfausbildung. Hier gibt es erstmal halt die ganzen Ausbilder mit den Händen, mit den Spezialisierungsausbildern. Und hier oben ist das PvP-Terminal. Genau, und die PvP-Rüstung kriegt man hier auch. Können wir eine PvP-Quest holen? Null Toleranz. Ja, habe ich jetzt. Muss ich ein Kriegsgebiet gewinnen. Aber ich mache die erstmal aus, die Quest, weil wir machen jetzt, glaube ich, erstmal noch kein PvP, oder? Nö, noch nicht. So. So, also hier oben rechts, Ausbilder und PvP. Steht sogar, wer aus unserer Gilde, ne? Echt, wer denn? Sedana. Ach, Sedana, ja. Spielt oft PvP. Und Söldner, ja. Greift voll die Party ab. So, ja, hier beim PvP-Terminal stehen immer relativ viele. Ja. Wir gehen jetzt mal in den... In den nächsten Abteil nach oben links zu Versorgungsgüter. In den nächsten Abteil. Machete! Ja. Meine Fette will mit mir reden. Wie? Kannst ja gleich da in die Mitte, da ist ja die Kantine. Ja. Genau. Hier stehen, glaube ich, was stehen hier? Ach genau, hier gibt es die PvE, die Level 50 PvE-Ausrüstung. Und da unten können wir uns mit diesen ganzen Auszeichnungen, wir haben ja jetzt auf Korriban schon Korriban-Auszeichnungen bekommen, von diesen Korriban-Auszeichnungen können wir uns orangene Klamotten und dann eben die Mods und sowas dafür kaufen. Und wo ist denn hier Korriban? Das ist ganz am Anfang. Genau, und hier stehen von allen Planeten so. Stehen hier die Auszeichnungshändler. Wie seht ihr es? Korriban-Auszeichnungen. Kann man hier gucken? Auszeichnung, genau. Hätten wir jetzt 8 Stück, könnten wir uns hier jetzt schon was Cooles holen. Haben wir leider nicht. Nee, haben wir leider nicht. Wir haben nur 6 Stück. Schade. Ja. Ihr könnt jederzeit ja, aber cool gewesen. Wie soll ich denn aussehen in der neuen Rüstung? Achso, das ist Hutter, Leute. Ich guck gerade bei Hutter. Du bist auch schlau. Ich muss bei Currybahn. Hier muss ich gucken. Oh, die sieht cool aus. Sieht nicht schlecht aus. Hier gibt's eine... Aber die sieht jetzt nicht so großartig anders aus, als das, was ich eh schon anhabe. Ja, so sieht meine nicht aus, aber... Wäre auf jeden Fall besser, aber egal, haben wir leider nicht. Nee, kann man es leider nicht holen. Ja, wie gesagt, und da oben gibt es die Level 50 PvE Rüstungen und auch so Flashpoint-Missionen.
was Flashpoints sind, werden wir euch auch noch zeigen. Im nächsten Video dann, da werden wir nicht den ersten Flashpoint machen. Ja, und du meintest, nee, das dauert nicht so lange, wenn wir hier rumlaufen. Aber du redest schon wieder so viel. Ja, ich ziehst ja jetzt auch gerade extra in die Länge. Ah. Kriegst du jetzt die Durchsage schon wieder, nicht? Ich hab die jetzt schon wieder. Und hier sind wir galaktischer Handelsmarkt. Hier ist einmal das Auktionshaus. Außerdem ein helle Seite und ein dunkle Seite Händler. Und ein da kann man sich Mount je nachdem, Händler. Wie dunkel oder hell man ist, kann man sich da dann Sachen holen. Ein Gleiterhändler mit Mounts können wir aber erst ab Level 25 benutzen. Aus dem Raumschiff-Ausrüstung. Raumschiff haben wir auch noch nicht, können wir also auch noch nichts mitmachen. Aber ihr seht schon, da kommen noch ganz schön viele coole Sachen auf uns zu. Eine Gildenbank gibt's ja auch. Und hier Gefährtengeschenke kann man sich hier auch kaufen, wenn man die nicht selber suchen will. Genau. Also mehr gibt's hier, glaube ich, erstmal nicht. Ja. Jetzt fehlt noch ein Teil unten rechts. Hier ist der dunkle Seite-Händler. Da müssen wir sogar für eine Quest hin. Denn ihr seht ja, wir haben hier noch ein paar mehr Quests. Ja, ich hab jetzt zwei. Hier gerade gekriegt haben. Ich hab zweimal nimm eine Fähigkeit und Cast. Genau. Und erlerne eine Crew-Fähigkeit. Genau, dieses eine, nimm eine Fähre nach Drumund Kaas, ist ja von unserer Story-Quest. Unsere Ausbilder haben uns ja gesagt, wir sollen nach Drumund Kaas. Mhm. Die andere ist mit diesen Sozialpunkten. Haben wir jetzt schon 224 und die Quest ist eigentlich, erlange 10 Sozialpunkte. Das heißt, das Spiel zwingt einen sozusagen wenigstens kurz mal mit einem Partner zusammenzuspielen, damit man ein paar von diesen Sozialpunkten kriegt, damit man das lernt, was die bringen. Genau, dafür kann man einfach Paktale machen. Genau, und auf Drumund Kaas muss man sich dann ein Sozial-Item kaufen, damit man das lernt, wie man mit diesen Sozialpunkten umgeht. So, weil wir jetzt schon unsere Sozialpunkte, diese 10 haben, sagt uns die Quest jetzt auch nur noch, wir sollen nach Drumund Kaas und da das Item kaufen. So, hier können wir jetzt Berufe erlernen. Genau. Und hier werden wir jetzt auch jeden Beruf einmal anquatschen, denn jedes Mal, wenn wir hier einen anquatschen, gibt es einen Codex-Eintrag und somit auch Erfahrungspunkte. Das heißt, hier kann man kostenlos an Erfahrungspunkte bekommen. Indem man hier alle mal anquatscht. Das habe ich durch Zufall mal rausgefunden. Jeden einzelnen Codex-Eintrag hier zeigen. Das sind halt die einzelnen Berufe. Also ich zeig die gerade kurz immer. Muss man halt kurz stoppen, weil es geht nur ganz kurz aufholen, aber. Ich werde die erstmal alle anquatschen, um überall die Erfahrungspunkte zu kriegen. Ermittlung. Genau. Es gibt drei verschiedene Arten. Und man kann auch drei verschiedene Berufe halt erlangen. Genau, es gibt einmal Herstellungsberufe, das ist sowas wie Waffenbau, Rüstungsbau, Biochemie, wo man halt Sachen herstellen kann. Und dazu braucht man natürlich Materialien. Und diese anderen beiden Berufe, die man kriegen kann, das sind Sammelberufe. Und durch diese Sammelberufe kriegt man halt die Materialien für die Herstellungsberufe. Waffenbau. Genau, und an Herstellungsberufen gibt es Waffenbau, stellt halt Waffen her. Rüstungsbau stellt Rüstung her, Sündfertigung stellt Rüstungen für Machtanwender dar, also für Sith und Jedi. Cybertech stellt Armierungen für Rüstungen her und ich glaube auch Ohrstücke. Kunstfertigkeit stellt Farbkristalle für Schwerter her und halt Schwerter-Sachen, Lichtschwert-Sachen. Und Biochemie stellt Stimpaks und Medipacks und sowas her. Darf ich Biochemie nehmen? Die anderen Berufe, die es hier halt alle gibt, die sind alle nur zum Sammeln dann, um an die ganzen Sachen zu kommen. So, ich habe jetzt alles einmal angequatscht. Und ich werde jetzt auch, jetzt zumindest jetzt am Anfang Biochemie nehmen. Da natürlich Brony, das wisst ihr, uns so Stimpaks zugesendet hat. Und an Anforderungen, um diese Stimpaks benutzen zu können, braucht man Biochemie wenigstens auf Stufe 1. Darum habe ich jetzt hier Biochemie auch gelernt und habe damit dann jetzt auch diese Quest abgeschlossen. Ich hole mir dann direkt noch Bioanalyse dazu. Bei diesem Biochemie-Händler hier kriegt man noch immer neue Rezepte, um neue Sachen herzustellen. Genau, und der Sammelberuf für Biochemie ist einmal Bioanalyse. So. Und hier Sachen zu sammeln. Ja, hier im Inventar. Das hier, das können wir jetzt benutzen. Von Brony hergestellt. So, ich werde jetzt hier noch Diplomatie nehmen. Jo, ich auch. Dann habe ich alle Berufe, die ich brauche, für die Materialien für Biochemie. Jetzt sieht man das hier auch, meine drei Berufe, wenn ich N drücke. Und dann stehen die da oben.
haben wir jedenfalls jeweils einen von 400 und wir können auch immer unsere Gefährten auf Missionen schicken. Deshalb heißt es ja auch Crew-Fähigkeiten, dass die eben Dinge für uns sammeln oder halt irgendwas für uns herstellen, dass wir das nicht selber machen müssen. Genau, man selber stellt sowieso nichts her. Immer wenn man irgendwas herstellen will, macht das immer ein Gefährte, der das dann herstellt. Genau. Ich könnte jetzt hier Wett halt losschicken, entweder Medipack oder Stimpacks zu holen, aber ich habe halt noch keine Materialien. Und dazu könnten wir die hier, wenn wir auf Bioanalyse gehen, könnten wir die jetzt hier für Geld auf Mission schicken. Das dauert dann 3 Minuten. Das wird natürlich, je schwieriger die Missionen sind, immer länger später. Und dann bringt die uns die Materialien mit. Bringt die uns die Materialien mit, dann können wir Sachen herstellen. Aber wir müssen die halt nicht auf so Missionen schicken. Wir können auch einfach so auf der Welt, auf dem Planeten, gibt es auch Sachen, die man einfach so looten kann, um so auch an die Materialien zu kommen. Habe mit meinem Ausbilder interagiert. Die hier Brony uns zugeschickt hat. Und jetzt können wir hier auch sowohl das wiederverwendbare kompakte Medipack nehmen, als auch den Stärke-Stim. Den können wir jetzt benutzen. Das Coole ist, tatsächlich, dass das hier schon epische Sachen sind, die uns Brony hier wiederverwendbar. Die wiederverwendbar, genau. Das heißt, die verbrauchen sich nicht. Das ist natürlich cool. Dann werde ich jetzt mal hier oben das Medipack reintun. Denn ich brauche jetzt keine anderen Medipacks mehr. Und das Stim tue ich auch hier rein. So, und dann seht ihr, wenn ich das jetzt benutze, habe ich mich geheilt und es ist immer noch da oben da. Und genauso auch das Stärke-Stim, was ich mir jetzt mal reinhaue. Sehr gut. So. Jetzt werde ich mal eben die anderen beiden Medipacks, die ich noch hatte, verkaufen. Denn da kann ich mir jetzt natürlich schön Geld mitmachen. Muss wirklich ein Gentleman. Das euch gefällt, ruft was? Ach nix. Beehrt uns doch wieder. Was? Normalerweise sagt man Gesundheit, wenn jemand niest. Achso, habe ich nicht mitgekriegt, sorry. Oh. Gesundheit. Ja, wenn du die ganze Zeit redest. Dann ja, redest, ich war gerade so im Redeschwall. So, jetzt ist mit deiner Hand. Jetzt kommt schon wieder diese Kackdurchsage. Auf dem Planeten Tatooine wurde der Ausbruch der Rakul-Seuche bestätigt. Das System und sag diesmal was anderes. Für alle Reisenden. Tja. Oh, hier hat sich jemand mit der Rakul-Seuche angesteckt, der dampft hier so. Versucht nicht, jemanden auf dem Planeten zu kontaktieren oder der dortigen Bevölkerung Hilfe anzubieten. Achso, und Wett will mit mir reden. Weil hier in der Mitte von diesem Zentralraum ist die Kantina. Das hier zählt als Kantina. Und in Kantinas kann man ja mal mit seinen Gefährten reden. Das werde ich mal eben machen. Ich hab grad mein Internet Explorer abgestürzt. Also mein Internet. Cool. Kommt da einfach so mit dem Fett auf dem Bildschirm. Internet funktioniert nicht mehr. Schön. Kommt man übrigens nicht rein. Stimhändler. An seiner Gesundheit sollte man nie sparen. Wow, jetzt hat Wett gerade gefragt, ob ich ihr das Schockhalsband abnehmen kann. Und ich habe es hier abgenommen und habe direkt 120 Zuneigung von der bekommen. Ich dachte, du bist böse. Ja, es gab keine böse Entscheidung dabei. Ja, doch nicht abnehmen. Ja, aber das hätte keine böse Seitepunkte gegeben. Es geht nicht darum, sondern muss böse sein. Lala. Sobald du fertig. Was? Und sobald du fertig bist. Weil ich kann hier gerade nichts machen. So. Ich bin jetzt fertig. Ja, jetzt habe ich sogar 135 Zuneigung von Wette bekommen, weil ich ein bisschen nett zu der war. Ein bisschen, ne? Ja. Zu Wett bin ich natürlich nett. Die ist ja auch mein Gefährte. Ja. So. Und immer wenn man hier Zuneigung bekommt, immer bei einer bestimmten Anzahl an Zuneigung, haben die Gefährten dann auch ab und zu immer mal wieder neue Gesprächsthemen und
ab zum Teil auch Quests für einen und sowas alles. Also man sollte immer dafür sorgen, dass auch die Zuneigung hoch ist bei den Gefährten. So. Ja, wir haben jetzt hier erstmal alles fertig, ne? Ja. Dann können wir jetzt hier nach Norden raus, zu den Fähren nach Drum und Kaas. Deshalb laufe ich hier ja gerade hin. Und da unten gibt es aber noch was anderes. Wieso sagst du mal unten? Wir sind gerade nach oben gelaufen. Wir sind nicht mal gelaufen. Was sind wir denn? Geschwommen? Ja, geflogen, mein Lieber. Und zwar ist hier die Black Talon. Genau, der erste Flashpoint. Entweder man geht hier nach links. Man nimmt hier einfach so eine Fähre und fliegt dann direkt nach Drum und Kaas, da passiert nichts, Ladebildschirm erstmal auf Drum und Kaas. Ja. Oder man spielt hier den ersten Flashpoint, den ersten Dungeon, die erste Instanz sozusagen. Und kommt dann auch nach Drum und Kaas. Das werden wir natürlich mal annehmen. Nehmen schon mal an. Nehmen aber Kupka Kramanik, Umlukiga Mayamak, Nulilak Apajam Kamgam, Amka Nemnang, Ampa Nemnang Memua Inok, Bumogala Apajam. Bringen wir es hinter uns. Nane Karimaraka Amkam. Ja uklibik. Memarkneba. Karahika. Yeah. Damit haben wir unsere erste Flashpoint-Mission, die wir dann beim nächsten Mal machen werden. Genau. Jo. Das war's denn cool. Ja eigentlich schon für heute. Genau. Die Black Talon sollte man übrigens auch nicht alleine machen, sondern mindestens mit zwei Leuten, aber wir werden es euch Gruppe nächsten zwei. Video, wir werden aber zu viert sein wahrscheinlich. Video werden wir es euch mit vier Leuten zeigen. Genau. Ich denke am sinnvollsten. Ja. Genau. Macht doch am meisten Spaß als Gruppe. Genau. Und bis dahin haben wir uns dann auch ein bisschen mit unseren Talentbäumen hier beschäftigt und schon die Punkte verteilt. Ja, du. Damit wir dann richtig durch die Black Talon wohnen können. Jo. So. Kann ich auch. Aber ich hab mehr. Dafür kann ich blitzen. Ich kann dich heilen. Cool. Guck. Ja. Ah ja. Ja, unglaublich. Ja. Und ich kann das. Bäm. Das ist ja wohl ultra cool. Das ist mega cool, ist das. Ich kann hier überhaupt nichts anklicken, weil ich kann den Schwertschutz anmachen. Cool. Ich kann auch mal den Schwertschutz anmachen. Ja, sollen wir dann jetzt Schluss machen? Ja, glaube ich, ganz gut. Oh, da hat's gekrittet! Da hat's gekrittet! Cool. 346, Das ist ja unglaublich. Ja, unglaublich. Ist auch gerne, dass Heilungen kritten können. Kritische Heilung. Sithluder. Schreibt ja, gerade oben Chat. Im Chat. Das ist wegen der Ansteckerei. Ja, So, dann verabschieden wir uns jetzt erst einmal. Gut. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder mit der Black Talon. Also bis denn! Tschüss. Tschüss.